Was ist eigentlich Energiehandel? Als erstes denkt man da wahrscheinlich an Käufer und Verkäufer, die um den besten Preis feilschen. Tatsächlich ist die Lage aber ein bisschen verzwickter. Zum einen muss der Strom schon weit im Voraus eingekauft und verkauft werden. Andererseits müssen Angebot und Nachfrage perfekt aufeinander abgestimmt sein. Hier im dritten Stock der Salzburger G-Zentrale sitzen Strategen, Wirtschaftsexperten und Rechengenies. Darunter Martin Reiner und Bernhard Gotthard. Was wir machen, sind im Wesentlichen zwei Kernaufgaben. Wir probieren, die Energie für unsere Kunden möglichst günstig am Markt zuzukaufen, wo wir das brauchen. Und auf der anderen Seite aber auch die Erzeugungsmengen aus den Kraftwerken zu möglichst guten Preisen, das sind hohe Preise, am Markt zu vermarkten, dort wo es Überhänge an Erzeugung gibt. Der große Marktplatz sind die Strombörsen. Käufer und Verkäufer treffen sich hier online. Der Preis bestimmt sich wie in jedem Markt nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn viel benötigt wird, ist der Preis eher höher. Und man muss einen möglichst günstigen Zeitpunkt finden zum Einkaufen oder auch Verkaufen, je nachdem, was man da vorhat. Einen günstigen Zeitpunkt finden, das ist gar nicht so leicht. Der Großteil des Stroms wird am sogenannten Terminmarkt lange im Voraus eingekauft und verkauft, mit einer Vorlaufzeit von 1 bis zu 6 Jahren. Die Händler müssen deshalb gut abschätzen können, wie viel Strom die eigenen Kraftwerke produzieren und wie viel die Kunden verbrauchen werden. Da gibt es eine Planmenge, die jedes Kraftwerk oder jeder Kunde braucht. Aber in der kurzen Frist ergeben sich da sehr starke Schwankungen, die sich aufgrund von Witterungsunterschieden, Verbrauchsverhalten oder Erzeugungsverhalten ergibt. Und da muss man sehr genau und kurzfristig planend draufschauen, bevor man dann das gesamte Bild des Energiezustands der Salzburger hat. Und hier kommt der kurzfristige Handel ins Spiel, der Spotmarkt. Hier wird 1 bis 2 Tage vor dem Liefertermin gehandelt. Und sogar tagsüber feilschen Käufer und Verkäufer noch über Viertelstunden Strompakete. Wenn es in den kurzfristigen Bereich geht, also Vorschau für die nächsten Tage oder im aktuellen Tag für die nächsten Stunden, da sind die wesentlichen Einflussfaktoren natürlich die meteorologischen. Vom Stromverbrauch macht es einen Unterschied aus, ob die Sonne scheint oder nicht, mittlerweile im Sommer bis zu 1/3. Nehmen wir einen Junitag, Wochenende, es ist sonnig draußen, schönes Wetter, warm, es laufen noch nicht zu viele Klimaanlagen. Da haben wir sehr viel Erzeugung auch in Österreich und auch in der Salzburger AG aus zum Beispiel Laufkraftwerken, auch Photovoltaik-Einspeisung, die kommt umgekehrt. Die Kunden brauchen da kurzfristig vielleicht sehr wenig, weil es ein Wochenende ist und die Leute eher unterwegs sind. Das heißt, da haben wir eher dann Überhänge im Energieportfolio, das wir haben, muss dann eher verkaufen. Das Gegenstück wäre ein kalter Wintertag, Minustemperaturen, Werktag, wo an Vormittagen sehr hohe Spitzen auftreten, wo weniger Erneuerbare einspeisen, wo wir eben auch Energie zukaufen müssen, um diese Spitzen auch abdecken zu können und in jeder Viertelstunde ausgeglichen zu sein. Die Händler müssen nicht nur die Sonne, sondern das gesamte Wetter im Blick haben, in ganz Europa. Bei viel Wind erzeugen große Windparks enorme Energiemengen. Bei Trockenheit liefern Wasserkraftwerke weniger. Und auch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke werden dann gedrosselt, weil sie nicht mehr genügend gekühlt werden können. Und dann gibt es auch noch den Faktor Zufall. Verschiedene Krisen, politische Entscheidungen und. Die Einschätzung übernehmen oft Agenturen. Prognosen und Simulationen erstellt das eigene Mathematikerteam. Die sogenannten Rechenköpfe bei uns beschäftigen sich hauptsächlich mit der Modellierung und mit der Einsatzoptimierung von unseren Assets. Also die Modellierung heißt, dass man das Kraftwerk, das im Land steht, so gut wie möglich theoretisch in ein mathematisches Modell bringt, damit man das dann optimieren kann. Also wir versuchen, digitale Zwillinge zu erstellen und immer zu verfeinern, damit wir die genauer im Griff haben. Und wir haben natürlich auch das Hauptversorgungsgebiet von unseren Kunden ist das Land Salzburg. Und da haben wir schon die Meteorologie relativ gut im Blick. Im Griff haben wir es nicht, aber im Blick. Auch die Technik hilft, Stromproduktion und Verbrauch auszugleichen. Wir haben 3 Pumpspeicherkraftwerke zur Verfügung. Wir prognostizieren die Entwicklung vom Strompreis, vor allem für den nächsten Tag. Und da können wir dann entscheiden, dass wir in den günstigen Strompreiszeiten das Wasser dann von den unteren Becken in das obere Becken pumpen und somit Strom verbrauchen. Und dieses Wasser, das uns dann oben zur Verfügung steht, verwenden zur Erzeugung in Zeiten, wo der Strom wieder teurer ist. Gerade im Zusammenhang mit der Energiewende und dem Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co. müssen Prognosen noch genauer werden. Dafür braucht es vor allem eins: viele Daten. Wir bekommen in Zukunft auch
durch die Smart Meter, durch die intelligenten Stromzähler mehr Daten zur Verfügung gestellt von den Netzen, wo wir auch in kürzeren Zeitabständen den Verbrauch kennen und auch die Photovoltaikerzeugung kennen und somit schneller auf meteorologische Einflüsse reagieren können. Da sind wir schon recht weit und das entwickelt sich aber immer weiter und wird noch komplexer, aber das macht gerade Herausforderungen für uns aus, damit wir da am Ball bleiben.